Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 27.07. bis zum 2. August schon. Und ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich, ja, alle treuen Abonnenten und auch alle, die ja vielleicht zum ersten Mal heute zusehen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Wiebke Gottschalk und ich bin spiritueller Coach und begleite Menschen dabei, ihre ja, spirituellen Talente immer mehr zu entfalten und auch durch Energiearbeit anzuwenden. Und das mache ich auch in meinen Ausbildungen, in meinen Seminaren. Wenn dich das mehr interessiert, schau dich dazu auch gerne auf meiner Homepage um. Ja? Da gibt es auch eine kostenlose Meditation, wenn du dich zum Newsletter anmeldest. Und dann verpasst du auch nichts, was so in der nächsten Zeit Neues kommt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen in die nächste Woche. Und Portaltage sind ja jetzt erstmal auch vorbei, werden auch in dem Zeitraum jetzt der Wochenbotschaft keine sein. Und ich ja, wünsche euch ganz viel Spaß mit den Karten. So, meine Lieben, los geht's. Und zwar habe ich uns wieder zwei Seiten aufgebaut. In der Mitte liegt die Kollektivbotschaft, das kennt ihr ja schon. Und am Ende des Orakels möchte ich uns gerne noch eine Karte mit, ja, das will ich dann spontan auswählen, entweder der Urkraft und dem Blockadenlöser eine Antwort auf eure Frage ziehen. Ja, also dann kannst du gerne dranbleiben. Und diesmal gibt es auf der rechten Seite die Urkraftkette. Ja. Die ist auch wunderschön. Und auf der linken Seite die Transformationspyramide. Ja, auch ganz lieben Dank für eure tollen, tollen Feedbacks. Ja, einige haben sich natürlich die auch geholt und arbeiten damit auch. Und ja, ich habe nur positive Feedbacks. Also ganz, ganz schöne Energie. Das ist die linke Seite und ich starte dann mit der Kollektivbotschaft. Wenn du möchtest, dann kannst du auch noch die Diamanten mit in deine Wahl einbeziehen. Auf der rechten Seite ist der Schutzdiamant und auf der linken Seite der Selbstliebe-Diamant. Und entscheide das einfach nach deinem Bauchgefühl. Ja? Also entspann dich auch einfach mal und atme nochmal tief ein und aus. Und schau einfach mal, wo dein Blick, wo deine Augen vielleicht hängen bleiben, auf welcher Seite. Das ist dann meistens deine Seite. Ja, es kann auch sein, dass du dich manchmal nicht entscheiden kannst. Dann gibt es vielleicht auf der anderen Seite auch noch was für dich. Ja, vielleicht dann nicht die ganze Botschaft, aber ein Teil ist dann auch für dich. Es kann aber auch sein, es ist ja auch ein allgemein Orakel, dass du mal eine Woche einfach gar nicht dabei bist. Das kann also auch vorkommen. Dann zieht dich das aber auch in der Regel nicht an. Dann wirst du nicht hier landen. Ja. Super, ich starte mit der Karte von der lieben Sandra Hörner, Botschaften deiner Seele. Und das ist für das Kollektiv, für uns alle. Und in der kommenden Woche geht es um unsere innere Stärke. Auch wenn du momentan denkst, dass du am Ende deiner Kräfte bist, wisse, in dir steckt die Kraft des Löwen. Alles, was du dir in deinem Leben vornimmst, kannst du schaffen. Glaube an deine Fähigkeiten, an deine Stärke. Ich habe die Kraft in mir, mit der ich alles schaffen kann. Wow, schaut mal. Ja, wunderbar. Ja, also es kommt in der nächsten Woche wirklich so, ja, soll uns das bewusst werden, ja, dass wir vielleicht viel stärker sind, als wir glauben, auch wenn du gerade in Situationen bist, wo du denkst, boah, ja, mir geht es irgendwie gar nicht mehr weiter, ich habe da keine Kraft mehr für, aber es sind da definitiv noch Kräfte da und dir wird das auch in der kommenden Woche gezeigt, dass du da noch mehr Reserven hast. Ich bin jetzt auch gespannt auf die Karte von der lieben Peggy, Aspekte-Kartenset. Wow, und da kommt die Flexibilität, ja. Ich bin total flexibel, ja, und das sagt uns natürlich auch, wenn wir in so einer Situation drinstecken, sind auch die gleichen Farben, schaut mal, Flieder. Wenn wir in der Situation drinstecken, wenn du denkst, ich habe jetzt keine Kraft mehr, wenn du flexibel bist und deinen Blick auch vielleicht mal veränderst, in eine andere Richtung drehst, dann kannst du natürlich auch wieder eine andere Sichtweise bekommen und ja, dann sehen meistens diese ganzen Sachen, die wir so negativ ja auch sehen, ne?
können die schon wieder ganz anders aussehen. Also sei flexibel, aber sei auch flexibel für die Lösungen für deine Situation. Ja, vielleicht bist du auch so, dass du im Moment so festgefahren bist, dass du gar keine Lösung erkennen kannst. Und in der nächsten Woche werden dir, wenn du flexibel, wenn du offen dafür bist, auch Lösungen gezeigt werden. Ja, also finde ich ganz toll, die beiden Karten in Kombination, dass wir wirklich auch wieder in diese innere Stärke auch reinkommen. Ne? Ich habe uns auch mal die 7 Chakra-Pyramide hingestellt. Die wird es auch bald noch mit meinem Symbol geben. Und da merkt man auch, boah, die hat natürlich nochmal auch eine Riesenpower für alle, die hier auch zuschauen. Und die Energien fließen die ganze Zeit. Ja? Und da geht es auch wieder, ja, das ist die 7 Chakra-Pyramide halt auch wirklich um diese Balance. Ja, dass du wieder in deine Kraft, in deine Stärke, in deine Mitte auch kommst. Und dann beginne ich mit der linken Seite. Wenn du die Transformationspyramide jetzt gewählt hast für dich, dann starte ich mit der Karte von der lieben Sandra Fehrenberg. Und das sind ihre Karten, ich muss gerade mal gucken, Folge deinem Herzen. Und da kommt für euch der Erfolg. Wow! Du bist auf dem Weg des Erfolgs und wirst dein Ziel erreichen. Vertraue auf dein gutes Ergebnis und erfreue dich über die Anerkennung, die dir gegeben wird. Du bist gesegnet. Gehe den nächsten Schritt. Ja? Könnte jetzt beruflich sein, könnte auch in einer Beziehung sein. Du wirst wissen, was gerade bei dir dran ist. Auf jeden Fall steht da auch ein Erfolg an. Ich bin gespannt. Und wir gucken mal in die Karte von Beruf und Berufung, was da los ist. Und da wird dir auch gesagt, hör auf deine innere Stimme. Die Engel raten dir, in der jetzigen Situation unbedingt auf deine innere Stimme zu hören. Lerne mehr und mehr ihr zu vertrauen. Je mehr du auf sie achtest, umso lauter wird sie. Die Engel sind an deiner Seite und führen dich nun mit Liebe durch deine Situation. Und da wird auch nochmal gesagt, rechne mit Wundern. Ja, also du sollst auch beruflich offen sein, auf dein inneres Gefühl hören und dann wirst du da auch den Erfolg mit haben, auf jeden Fall. Wow, ja. Ja, da kommt mir aber auch noch so, vielleicht auch nicht so ungeduldig zu sein. Ja, vielleicht ist da auch eine Situation, die dir nicht gefällt, die sich nicht so leicht verändert. Ich spüre da bei euch hier so ein bisschen so eine Ungeduld auch, was das angeht. Und da würde ich wirklich sagen, lass die Dinge sich einfach mal entwickeln und geh immer nur kleine Schritte weiter und beobachte. Beobachte, was so passiert. Und dann wird es sich auch zeigen. Also ich habe da so ein Gefühl, es geht auch leichter weiter. Also nicht so drängeln. Dann haben wir die Karte von der Peggy. Wow, und da kommt nochmal der Reichtum und die Fülle. Und da der Erfolg. Also ganz tolle Karten, ganz positive Karten. Ja, also guck mal hier auch. Ich bin so beschenkt. Schaut mal. Ja, wow, da kommen die ganzen Sterne von oben runter. Also es ist jetzt wirklich bei euch hier auf der linken Seite so eine Zeit, wo auch viele, viele Dinge auf euch zukommen, viele Geschenke, Geschenke des Lebens, vielleicht auch Geschenke im beruflichen Bereich über Projekte. Da kommt auf jeden Fall was Neues rein und diese Ungeduld ist nicht begründet, weil da kommen viele, viele Sachen. Ja? Und auch, dass du dich für Reichtum und Fülle öffnen kannst. Vielleicht hast du auch vorher damit so ein bisschen Probleme gehabt und kommst jetzt mehr in dein Selbstwertgefühl. Ihr habt auch den Selbstliebe-Diamanten stehen. Also ich merke wirklich, du erkennst jetzt deinen Wert und lässt dich auch nicht mehr so leicht unter deinem Wert verkaufen. Ja, also du bist da, du hast da wirklich einen Schritt getan, wo ich merke, ja. Wow, und dann kommt noch von Heilung der Engel die Selbstliebe dazu. Ja, das ist echt krass. Ja, du bist da voll auf dem Weg und auf einem guten Weg. Ja, und da wird dir auch nochmal gesagt, ist dein Herz frei und offen? Viele von uns haben aufgrund ihrer schlechten Erfahrung ihr Herz verschlossen. Nimm dir Zeit für dich und fühle deine inneren Blockaden. Atme in dein Herz hinein und habe den Mut, alles zu fühlen, was sich dir zeigt. Sei liebevoll mit dir und transformiere Schritt für Schritt deine Gefühle. Erzengel Samuel und seine
bitte Erzengel Samuel und seine Unterstützung. Das kannst du auch tun. Ne? Mega passend ist der Selbstliebe-Diamant jetzt auch noch hier steht. Also es war wohl schwierig in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten, aber du hast da jetzt schon einen sehr großen Schritt gemacht, ne? Transformationspyramide, du bist in dem Prozess, aber jetzt wird sich Erfolg zeigen, ja, alles was du jetzt bisher auch an dir gearbeitet hast, wird jetzt auch Früchte tragen, also da kommt jetzt wirklich, ja, eine Lösung rein, da kommt jetzt Erfolg, da kommt Fülle, da kommt Reichtum rein. All das, was du dir erarbeitet hast, wird jetzt auch diese Früchte tragen. Also diese Erntezeit steht da jetzt wirklich an. Also das fühle ich wirklich auch ganz stark hier auf der linken Seite. Wirklich eine ganz tolle Vorwärtsenergie. Wow, richtig schön. Ja. Und wenn es noch nicht ganz so ist, dann wird, also bist du auf dem besten Weg dahin. Ja, du bist auf dem Weg dahin, dass das leichter wird. Richtig schöne Energie. Ja, ich bin gespannt, die Urkraftseite hier mit der Urkraftkette, was wir da haben. Und da fange ich wieder an mit der Karte von der Sandra Fehrenberg. Folge deinem Herzen und bei euch zeigt sich die Ehrlichkeit. Und da wird dir gesagt, lasse deine Masken fallen und zeige dich so, wie du bist, mit all deinen Stärken und Schwächen. Stehe zu dir und deinen Gefühlen, deinen Worten. Sei ehrlich mit dir selbst und befreie dich von alten Glaubensmustern. Also bei euch geht es darum, in der kommenden Woche sei ehrlich zu dir selber, sei ehrlich mit deinen Mitmenschen, sag ehrlich das, was du denkst, ja. Auch wenn vielleicht du dich sonst auch ein bisschen verstellt hast. Du darfst auch ehrlich deine Meinung sagen. Ja, wenn dir was nicht gefällt, ist es auch wichtig, dass auszusprechen. Ja, ich hatte jetzt auch so eine Situation, wo ich auch was sagen musste. Ja, und auch ich bin da immer noch im Prozess. Aber ich habe das schon sehr, sehr gut gelernt, mich abzugrenzen, mich auch, also meine Grenze einfach auszusprechen. Aber indem du auch bei dir bleibst. Ja, erzähl wirklich das, was es mit dir macht. Wichtig ist, das immer auch sofort auszusprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Sofort, ne? Nicht damit warten, sondern sofort sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, hier ist eine Grenze erreicht und darum geht es bei dir, ne? Dass du das auch ausdrückst. Jetzt gucken wir in Beruf und Berufung hier bei euch und da, ja, da zeigt sich, alles ist möglich, ja, deine Ziele erreichst du auch mit Leichtigkeit, also so ein bisschen wie hier drüben, diese Erfolgsenergie steht bei euch im Beruflichen auch an, also da scheint es wieder vorwärts zu gehen und auch wenn du keine Geduld hast, entspanne, du wirst alles schaffen, was du dir vorgenommen hast. Der Himmel öffnet nun die richtigen Türen für deinen Erfolg. Lege alle Selbstzweifel ab und gehe mutig weiter. Du bist auf dem richtigen Weg, ja. Und es geht darum, mit Leichtigkeit erreichst du dein Ziel, ja. Versuch das nicht. Das ist auch ein Engelsymbol von meinen, die es in meiner Engelausbildung auch gibt. Und da geht es jetzt wirklich um die Entschleunigung. Also geh da wirklich aus der Schnelligkeit raus und komm in die Leichtigkeit. Und dann funktioniert das auch viel, viel besser, als wenn du da so akribisch dran bleibst, wenn das dann so starr wird. Ja? Versuch das wirklich in so einer Leichtigkeit auch zu halten, dass du da mit Leichtigkeit deine nächsten Schritte gehen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht so in diesem Perfektionismus festhalten. Ne? Also bei euch merke ich auch so eine Art Perfektionismus, dass du auch teilweise im Beruflichen nicht rausgehst, wenn du vielleicht selbstständig bist. Du traust es dich nicht, weil du denkst, es ist noch nicht fertig, es müsste noch besser sein. Und mach das nicht, sondern geh einfach wirklich in Leichtigkeit raus. Kreiere das alles mit Leichtigkeit und dann wirst du merken, du ja, du machst auch immer weiter Schritte. Und es darf auch leicht sein, es muss nicht immer schwer sein. Dann haben wir die Heilung der Engel von meinen Karten und da geht es nämlich auch nochmal um das Fühlen. Ne? Bodyscan, also fühle deinen Körper und sitzt du vielleicht gerade in einem Gedankenkarussell und niemand hält es an, dann widme dich deinem Körper zu. Spüre, wo sich Enge, Spannungen und Unruhe befinden und atme genau in diese Bereiche hinein.
Dadurch verwandelst du alles in Frieden. Ne? Also das sagt auch, bei euch sind immer wieder auch die negativen Gedankenmuster da. Ne? Dieses, ich schaffe das sowieso nicht und ich bin nicht gut genug. Also ich merke da ganz viele alte Glaubenssätze, alte Glaubensmuster, die sich immer wiederholen. Deswegen habt ihr auch die Urkraftkette, dieses, ich komme jetzt in meine Kraft. Es ist jetzt dran, in meine Kraft zu kommen. Und ich erlaube mir das auch, diese Kraft auch anzunehmen. Ne? Darum geht es. Und wenn diese alten Gedankenmuster auftauchen, wenn du Unruhe hast, wenn du Spannungsgefühle hast, geh da wirklich hin und fühle diese Gefühle. Ne? Also nicht wegdrücken die Gefühle. Ne? Im spirituellen Bereich ist oft so immer angezeigt, du musst immer gut drauf sein, du musst immer lieb sein, du musst immer nett sein. Aber nein, es geht auch darum, die negativen Gefühle auch anzuerkennen. Diese auch, wenn du wütend bist, wenn du sauer bist, ja, das auch auszudrücken. Ja. Und das darf man auch haben und man muss auch sogar diese negativen Gefühle haben, nicht wegdrücken, sondern fühlen, um sie zu verwandeln. Und dann haben wir die Karte von der Peggy als letzte Karte. Wow, und da kommt nochmal die Leichtigkeit. Ne? Das ist echt so passend auch hier zu der beruflichen Karte. Kommt in die Leichtigkeit. Es geht mit Leichtigkeit, auch wenn du das vielleicht nicht glaubst. Ja, guck, er hängt hier an seiner Feder dran. Es geht auch mit Leichtigkeit, ja, komm wirklich mit deinen Gedanken aus dieser Schwere raus, komm von diesen schweren Gedanken weg und komm in diese Leichtigkeit. Und es gibt immer einen Weg, der leichter ist, ja, das gibt es. Und öffne dich dafür, öffne dich wirklich dafür, transformiere die negativen Gefühle, die bis jetzt noch da sind, über das Fühlen und komm in eine andere Haltung. Ja, nutzt auch gerne meine Energiearbeit-Videos. Da habe ich auch einen Chakrenausgleich eingestellt, eine Lichtdusche eingestellt, eine Aura-Reinigung eingestellt. Die könnt ihr immer wieder auch auf verschiedene Themen nutzen. Wenn ihr mal so Themen habt, wo ihr meint, boah, ich stecke hier fest und komme nicht weiter. Ne? Oder aber auch, ihr könnt auch gerne mich immer anschreiben, persönlichen Termin machen, wo wir wirklich auch mal dann an deinem Thema arbeiten, wenn du so gar nicht weiterkommst. Ja. Ja, und jetzt ziehe ich eine Karte auf deine Frage. Ihr dürft euch noch eine Frage stellen. Und ich ziehe sie mal aus den Urkraftkarten. Ist jetzt gerade der Impuls. Stell dir deine Frage und ich ziehe die Karte dazu. Das kann einfach ein Thema sein, was du gerade hast, ein Problem sein, was du gerade hast. Da stockt's, das ist sie. Wow, und da kommt die Ablösung von Fremdenergien. Ja, also beschäftige dich auch damit, mit Fremdenergien immer wieder auch die Reinigung ganz wichtig. Ich bin voll und ganz in meiner eigenen Energie. Ja, also bei deiner Frage geht es wirklich darum, dich da auch zu befreien von Fremdenergien. Wenn du die Karten hast, kannst du damit auch arbeiten. Die sind ja so aufgeladen, wenn du die in der Hand hältst, das ist wirklich wie eine Fernbehandlung, eine halbe Stunde. Da wird dann auch schon einiges im Energiefeld passieren. Wenn du die Karten nicht hast, habe ich jetzt ja die Karte für dich gezogen und es wirkt auch auf dein Thema. Ja? Also da kannst du wirklich auch mit der Affirmation arbeiten. Ich bin voll und ganz in meiner eigenen Energie. Und auch zusätzlich, wenn du möchtest, habe ich auch einen Videokurs. In meinem Shop, da geht es auch um die Bändertrennung mit dem Erzengel Michael. Die ist auch wirklich ganz toll. Die habe ich auch schon ganz lange, biete ich die auch an. Das Video ist wirklich jetzt auch schon älter. Und da kannst du auch immer wieder an den Fremdenergien arbeiten, an der Ablösung auch. Ne? Und dafür ist auch Erzengel Michael super, super gut. Ja? Und da gehe ich dann in dem Video auch wirklich Schritt für Schritt mit dir dadurch, um die Bänder zu trennen für dein Thema. Ja? Kannst du auch immer wieder anwenden. Gibt auch ein Turmalin zu dem Video dazu, einen Naturstein, einen großen, damit man wirklich auch diesen Schutz hat. Ja? Ihr habt ja hier auf der rechten Seite auch den Schutzstein. Ja? Den könnte man auch dafür verwenden, um einfach diesen Schutz, aber auch für Kraft und Stärke steht dieser Stein. Ne? Ja, ihr Lieben, super schön, das war's. Wir sind schon durch. Und ja, ich hoffe, die Karte mit den Fremdenergien, die hat auch gepasst zu deiner Frage. Und ja, so ihr Lieben, wir sind schon am Ende. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du hast deine nötigen Impulse bekommen für die nächste Woche.
Ja, wenn du Fragen hast, schreib mich auch gerne an, wenn du einen Termin möchtest. Ja, meine neue Ausbildung zum spirituellen Coach haben auch einige mich wieder angeschrieben, die da total interessiert sind. Sie startet am 17.8. Ich sage es jetzt nochmal hier, ich kann manchmal auch nicht alles immer sofort beantworten. Deswegen, also sie startet am 17.8., geht über 6 Wochen. Und wer danach noch Lust hat, da geht es direkt dann 2 Wochen noch weiter zum Engelmedium. Da gibt es noch die Einweihung in die Engelsymbole. Und die Ausbildung ist wirklich, du kriegst alles an die Hand, dass du mit der Energiearbeit arbeiten kannst für dich und für deine Klienten. Ja, also es geht da sehr stark um die Anwendung der ja, Energiearbeit, wie du damit arbeitest, wie du die Blockadenlösung machst, wie du Karten legst, also Energiekarten legst, meine Karten, wie du da auch deine Klienten mit unterstützen kannst. Ja, und ich freue mich schon total auf die gemeinsame Zeit. Da gibt es auch eine Facebook-Gruppe und es haben sich auch schon, hat sich auch schon eine Gruppe angemeldet und die Gruppe ist auch schon aktiv. Also alle, die sich anmelden, kommen auch direkt in die Facebook-Gruppe rein und der interne Bereich wird dann eine Woche vor Start freigeschaltet, damit ihr alle auch gleichzeitig startet und die, die jetzt schon drin sind, nicht einen Vorteil haben. Und ja, ich freue mich auf diese magische Zeit. Und ja, ich wünsche euch jetzt eine super schöne Woche und bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss!